Tja, hallo Gemeinde. Ein weiterer Clip zu Ari oder Ari and the Secret of Seasons. Ich stehe hier mit Ari oder Ari, nennt sie wie ihr möchtet, in einem Glockenturm, wie ihr seht. Das war eine ganz schöne Strecke, um hierher zu kommen. Und ich zeige euch jetzt mal zumindest die halbe Stunde davor, bis ich hier angekommen bin. Da werdet ihr auch gleich sehen, wie man mit den Jahreszeiten hantiert, zumindest in Ausschnitten, sage ich mal. Ja, zu kämpfen gibt es nicht ganz so viel. Das ist ziemlich kindgerecht aufgemacht, aber so soll es ja auch sein. Das Spiel ist ab 6 Jahre, ist also in Ordnung. Die Rätsel, ja, hauptsächlich, muss ich sagen, sind es Wegfindungsschwierigkeiten, die man in diesem Spiel hat, was ohnehin noch nicht ganz ausgereift ist. Es sollte also dringendst ein Patch One her. Es gibt Kollisionsabfragen, die äußerst fragwürdig sind. Ari kann also durch Häuserwände durchgehen und, und. Teilweise sind die deutschen Texte auch noch nicht komplett übersetzt. Das heißt, dann tauchen sie unten im Englischen auf, ist aber wirklich nur hin und wieder. Ihr werdet nichts versäumen, wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid. Keine Panik. Ist also okay. Aber wie man zum Beispiel die Karte hier unter die Options stellen kann, im Inventar, also erster Klick Options, zweiter Klick bzw. Druck Inventar und jetzt dann noch die Schultertaste, dass ich auf die verfickte Karte hier komme, das ist wirklich ein Treppenwitz, liebe Entwickler, da hattet ihr wahrscheinlich bei der Entwicklung nur Durchzug im Kopf, denn so etwas legt man grundsätzlich auf das Touchpad. Das ist bei euch aber völlig unbenutzt. Warum muss ich also, wenn ich hier was nachschauen will, erst diesen langen Weg gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig schwachsinnig. Keine Ahnung, wie man so etwas machen kann. Das stört wirklich ungeheuer. Allerdings, wenn ich jetzt nochmal da reingehe, ich rufe sie gerade nochmal auf, dann werdet ihr auch selber schon sehen, so viel erkennt man von der Karte ohnehin nicht. Sie ist ziemlich fitzelig klein, wie auch der Schriftzug hier links oben, in dem eure Aufgaben aufgeführt werden. Punktgröße 3 würde ich sagen, das mag für 6-Jährige in Ordnung sein. Ich bin aber schon etwas älter, setzt eine 0 nach der 6 dran, dann kommt er schon ganz gut hin. Dann habt ihr mein Alter. Und da wird es selbst mit Brille etwas schwierig. Wie auch immer, Spiel ist trotzdem eine Kaufempfehlung, wenn es auch hin und wieder noch zickt. Ich denke, dass in 1-2 Tage ohnehin dann der Patch kommt und dann wird das Ganze nochmal so schön. Kann man also durchaus spielen, mal was anderes als ewig War, War, War und schießen, schießen, schießen. Das ist ja das, was wir hauptsächlich tun und diesen Rotz, diesen asozialen kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Alles, was um Kriegsgames geht, geht mir auf den Sack hoch 10. Das ist wirklich inzwischen nur noch was für Asoziale und da gehöre ich nicht dazu. Deswegen kam das Spiel also zur rechten Zeit. Macht Spaß, eine Kaufempfehlung von mir. Und jetzt schau zu, wie Ari bis hierhin gekommen ist. Bis dahin sage ich ciao, ciao mit Wow, Wow. Ha!
to be very, very, very quiet and hide. But Crocus is... We know. Crocus! You liar! You stink! You're no legendary warrior. You're gonna pay! I'm not him. I'm not the legendary warrior. That's right, you're not! I was so certain. I excelled as Brin's apprentice. Even Dagdan was convinced and taught me everything about crystals. But I understand now. I understand it all. I know where he went. You're just trying to trick me again. Stop talking. I understand. I understand. I understand. Was the evil mage really so frightening? Crocus, you treacherous worm! How dare you forswear your oath and open the vault! Brin, wait, calm down! My home. We need to know what he saw in the vault. It was the evil mage, silly. So, the fairy tale was real. And that fairy tale gave you a good one, eh? But if Crocus was ready for the evil mage, what scared him so much? Crocus, you let me down! You let us all down! No, wait! What did you see? Even our apprentices have not been through this door. You mean the stairs? Indeed. Probably didn't make it to level design. This is the final chapter, never written about in the old stories. I thought I knew the whole thing. Sometimes, history and tradition makes people act mindlessly. The evil mage will now be heading to Samhain to raise his army of golems. And not a cute golem among them. What a waste. An army? I'm afraid so. If we don't assemble the cartographer in Samhain... Let me guess. The world will end as we know it? The cartographer not only tracks the evil mage, it's also a weapon of immense power. And? Well, another cup of tea would be nice while we wait for the legendary warrior. We can't wait for the legendary warrior to return. I'm going. Hard to refuse that kind of enthusiasm. I'd say, don't lose a minute, Ari. Go and kick his booty. Dagdan, wait. You think she can go alone? Well, she has double jump, right? It won't be easy.
It will be dangerous. I'm not afraid. The legendary warrior split the key to the cartographer into four parts and hid them all across Valdi. They are hidden in the Seasoned Temples. Got it. Seasoned Temples. Where will you be? Ah, our legs aren't what they used to be, but we'll help as much as we can from here. Hey, old man, I can still dance. You want to see me boogie? I won't let any of you down. Okay. Uh-huh.
Aha. Oh. See ya. All right. Mm-hmm. Hey! Goodbye! Yes!
Ah!